deinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt einem Wandel nach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, darf euch begrüßen zu unserer Morgenmesse. Wir feiern heute mit der Kirche den heiligen Bischof Paulinus von Trier. Das war die älteste Diözese in Deutschland. Ihr lieben Gläubigen, ist interessant für uns, aufgehorcht, denn Trier ist das Bistum, das jetzt als erstes versucht hat, alle Pfarren aufzulösen und dann in neuerer, größerer Anzahl wieder zusammenzufügen. Und ihr wisst, dass wir in Linz ähnliche Bestrebungen haben. Er möge uns jetzt ein großer Fürbitter werden, dieser Paulinus von Trier. Er war um das Jahr 350, damals war dort schon das Christentum, während der Rest von Germanien noch nicht missioniert war. Und er war ein mutiger Bekenner, gemeinsam mit dem heiligen Bischof Athanasius, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Zu dieser Zeit war eine Irrlehre entstanden durch den Arius und der römische Kaiser, und das ganze römische Reich hatte dieser Irrlehre nachgegeben. Paulinus weigerte sich bei einer Synode als einziger Bischof, den Athanasius zu verurteilen, weil er seine Meinung als richtig erkannte. Er wurde dafür vom Kaiser in die Verbannung in den Osten nach Phrygien geschickt, wo er auch in Gefangenschaft starb. Später setzte sich wieder durch, dass es nur so gehen kann, dass Jesus Gott ist, wenn unser christlicher Glauben stimmen soll und Bedeutung haben soll. Danken wir diesem Glaubenszeugnis, Zeugen, und bitten wir ihn als Fürsprecher für unsere Zeit, dass sich die Wahrheit der Offenbarung Gottes durchsetzt und wir ein Aufblühen unserer Kirche erleben, nicht die Verbannung. Herr Jesus Christus, du bringst den Armen eine frohe Botschaft. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du heilst die Kranken und richtest die Zerschlagenen auf. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Der Geist des Herrn ruht auf dir. In ihm wirkst du das Heil der Menschen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast dem heiligen Paulinus von Trier im Kampf gegen die arianische Irrlehre unerschrockenen Mut gegeben, sodass er auch die Verbannung nicht scheute. Lehre uns, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden und hilf uns, ohne Furcht für die Wahrheit einzutreten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung,
durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euch euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich bin das Licht, ich leuchte euch für mit meinem heiligen Leben. Wer zu mir kommt und folgt mir, darf nicht im Finstern schweben. Halleluja, 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 Halleluja. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesalbt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Freiheit verkünde, den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogenvorsteher und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr soeben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allem Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn des Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von diesen Witwen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen.
Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, ihr seid ein bisschen erschüttert über das Evangelium, das ihr gerade gehört haben. Wir beginnen heute im Jahreskreis mit dem Lukas-Evangelium. Alle drei Evangelisten, die der Reihe nach das Leben Jesu erzählen, werden ja im Kirchenjahr vorgetragen. Den Matthäus und den Markus haben wir schon hinter uns. Und heute beginnt der Lukas. Und dass da am Beginn diese Szene in seiner Heimatstadt Nazareth steht, ist bemerkenswert. Das passt übrigens auch genau zum Evangelium der Woche von gestern. Und es passt auch gut zum heutigen Heiligen, dem Bischof Paulinus. Denn gestern hat Jesus uns ja schon gesagt, ihr habt zwar vor euch die Glückseligkeit, wenn ihr verstanden habt, dass ich Gott bin. Denn damit verliert ihr alle Angst des Lebens. Damit bekommt ihr den Felsen, auf dem ihr stehen könnt, den Felsen der Ewigkeit, damit ihr nicht mehr untergeht in euren Gefährdungen hier auf Erden. Das ist eine Glückseligkeit, wer das erkannt hat, dass Jesus der ewige Gott ist, ewige Gottes Sohn, und dass er uns in die Auferstehung führt. Das ist die Glückseligkeit. Aber Jesus hat gestern dazu gesagt, schreckt euch nicht, ihr werdet vorher auch manches Kreuz in dieser Welt aufgelegt bekommen. Ich selber gehe jetzt nach Jerusalem und ich werde von den Wortführern der Gesellschaft, von den Ältesten, ja selbst von den Führern der religiösen Autoritäten vieles erleiden müssen, werde verworfen werden, sogar umgebracht. Jesus hat uns gestern vorbereitet, wenn wir seinen Weg mitgehen und Zeugnis geben, dass die Liebe zählt und dass wir uns nach den Geboten Gottes zu richten haben, denn die schützen die Liebe, dass man nicht egoistisch wird, dann werden wir auch Widerstand erfahren. Der heilige Paulinus hat das auch erlebt. Er ist nur eingetreten, dass Jesus recht hat mit dem, was er sagt und tut. Und er wurde verworfen. Heute hören wir ja sogar, dass Jesus am Beginn seines Wirkens in seiner Heimatstadt verworfen wurde. Und das trifft jetzt uns, weil wir sind seine Heimat. Wir Gläubigen, die von klein auf mit Jesus groß geworden sind, mit seinen Geschichten, seinen Erzählungen, seinen Sakramenten. Auch für uns gilt diese Warnung, gehören wir nicht zu denen, die ihn verwerfen, die ihn hinausschmeißen aus ihrem Haus, aus ihrer Stadt, weil sie stolz sind, weil sie sich nicht sagen lassen, dass ihr Herz verhärtet ist. Jesus hat dieses Beispiel gegeben, dass es immer wieder die Gefahr ist, dass wenn man einen hat, mit dem man von klein auf kennt, dass man ihn nicht ernst nimmt. Und Jesus ist aber ernst zu nehmen, immer wieder neu, denn er ist das Hilfsangebot Gottes. Es ist oft so, dass Menschen, die gar nicht groß geworden sind in der Kirche, leichter das Heil annehmen, als wie die, die hier aufgewachsen sind. Die zwei Beispiele, das sind zwei Heiden, die da geheilt wurden, während Gott keine Wunder an den Israeliten tat, weil sie eben nicht offen waren dafür, verstockt waren, verhärtet waren, stolz waren. Also diese Wirklichkeit, die ruft uns Jesus jetzt in Erinnerung. Was tun wir, damit wir heute froh hinausgehen? Das Gegenteil von den Leuten von Nazareth, oder? In uns soll die große Bereitschaft da sein, ich will Jesus und jedes seiner Worte aufnehmen. Ich will ihm vertrauen, dass er mächtig ist, mir zu helfen, meiner Familie zu helfen, meinem Ort zu helfen. Ich will seine Wunder sehen. Dann sind wir
wieder in der Glückseligkeit. Nehmen wir uns das mit in den heutigen Tag. Ihm mutig nachgehen in seinen Worten, seinem Vorbild, seinem Beispiel, auch dort, wo es Widerstand gibt. Am Ende werden wir bestätigt werden, wie der heilige Paulinus jetzt durch alle Jahrhunderte ist ein Zeuge, dass er dem Volk Gutes getan hat, auch wenn es auf seine eigenen Kosten gegangen ist und er in der Fremde sterben musste. Sind wir mutig, dass wir jetzt zu Jesus stehen, damit sein Heil, und das wurde ja beschrieben, dass die Armen Freude bekommen, dass die Verwundeten geheilt werden in der Seele, dass die in den Süchten Gefangenen Freiheit finden, dass die Blinden für die Wirklichkeit Gottes sehend werden. Damit diese Dinge geschehen, lasst uns Zeugen sein für Jesus. Amen. Hören wir in einer kurzen Stille hinein, welches Wort der heutigen Lesung uns persönlich anspricht. Wir wollen Jesus folgen, auch wo wir Widerstand erfahren. Lasst uns nun beten zu Jesus Christus, der uns die gute Nachricht bringt. Für die Bischöfe, dass sie unerschütterlich feststehen im Bekenntnis des Glaubens. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für die Machthaber, dass sie allen Menschen Gewissensfreiheit gewähren. Erhöre uns, Christus. Für die Vertriebenen und Flüchtlinge unserer Tage, dass ihnen Gerechtigkeit werde. Erhöre uns, Christus. Für uns selber, dass wir trotz aller Fragen und Probleme zu einem frohen Glauben finden. Erhöre uns, Christus. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Familie Johann Beilberger für verstorbene Schwester und Schwägerin, die Kinder für verstorbene Taufpatin Maria Heider. Erhöre uns, Christus. Wir wollen auch in unseren persönlichen Nöten und Ängsten zu Christus bitten, was wir uns am meisten von ihm wünschen. Erhöre uns, Christus. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort, das dein Sohn auch uns geschenkt hat. Sei gepriesen, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Es euch zu schwer, ich geh voran, ich steh euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite, ein böser Knecht, der still kann stehen, sieht er voran, den Feldherrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie und mich verlieren. Wer sie und mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen, wer nicht sein.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, am Gedenktag des heiligen Bischofs Paulinus bringen wir das Opfer des Lobes dar. Voll Vertrauen rufen wir zu dir, wende alles Böse von uns ab und rette uns vor dem ewigen Verderben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Bischofs deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt in Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Erlösungsopfer dargebracht werde. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht der Menschheit, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen zur Versöhnung mit dir führt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes
und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit dem heiligen Bischof Paulinus von Trier, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke und erbarme dich all unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir beten für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Nicken wir einander zu als Zeichen unserer Versöhnungsbereitschaft und Verbundenheit. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Christus als Heiland aufnehmen. Freuen wir uns, dass wir in unserer Heimat Christus im Heiligen Sakrament empfangen können. Verbinden wir uns mit seiner Wahrheit und Liebe. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. O spricht Gott, der Herr, ich selbst werde meine Herde aufsuchen und für sie einen Hirten einsetzen, der sie auf die Weide führt. Ich selbst, der Herr, werde ihr Gott sein.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns am Fest des heiligen Bischofs Paulinus mit dem Leib und Blut Jesu Christi genährt. Hilf uns nach seinem Beispiel, den Glauben, den er gelehrt hat, zu bekennen und durch gute Werke zu bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke für euer Kommen und Mitfeiern der heiligen Messe. Sind wir ermutigt, Christus nachzugehen, auch dort, wo wir noch Widerstand erfahren. Es wird sich durchsetzen, dass alles, was er bringt, gut ist und wahr ist. Wer noch Zeit findet, in der Kommunionvereinigung zu verweilen, beten noch die 7 Vaterunser oder den 7 Schmerzen und Freuden Mariens. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet, der uns so sehr liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.